Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem Parkbauprojekt Jurassic Island. Wir haben beim letzten Mal diesen Hafen als Ankunftsort für unsere Gäste gebaut. Und in der heutigen Folge werden wir dann endlich das erste Gehege bauen und unsere ersten Dinosaurier im Park unterbringen. Und das erste Gehege soll natürlich gleich hier oben bei dem Weg kommen, der dann in den Park hineinführt. Dort muss ich jetzt erstmal ein wenig das Terrain anheben, damit wir dort auch dann das Gehege planen können. Ich hatte mir hier vorne überlegt, dass ich dort so eine kleine Beobachtungsplattform für die Gäste mache, in dieser Luxuswegfarbe, weil die finde ich immer ganz edel und schick. Und natürlich wollte ich hier auch wieder diese coolen kleinen Gästezäune verwenden. Da gibt es nämlich auch so einen coolen Holzzaun. Und ich finde, der passt sehr gut zu den Dinosauriern, die ich für dieses Gehege geplant habe. Ihr werdet natürlich am Ende sehen, welche das sein werden. Die werden wir dann gemeinsam schön freilassen. Aber jetzt habe ich erstmal hier das Gehege so ein bisschen abgesenkt, weil das finde ich ja immer ganz schön, wenn der Weg, von dem man auf das Gehege herabschaut, immer ein bisschen erhöht ist, weil dann hat man eine viel, viel bessere Übersicht auf die Dinosaurier. Und dann habe ich auch direkt hier vor dieser Plattform so ein kleines Gewässer eingeplant, wo dann die Dinosaurier trinken, damit die Gäste diese wirklich richtig gut zu Gesicht bekommen, wenn sie dann auf der Plattform stehen. Das Ganze habe ich dann auch noch mit einigen Felsen als natürliche Barriere so ein bisschen verkleidet. Und dabei habe ich so herausgefunden, dass es einen Felsen gibt, den kann man in der Achse so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also normalerweise sind die Felsen halt immer genau in der Mitte, dass man die da halt drehen kann an der Achse. Aber es gibt einen Felsen, der ist so ein bisschen, der hat diese Achse so ein bisschen seitlich. Und da kann man da ein bisschen mehr von in das Terrain versenken. Also das sieht man, glaube ich, hier schon ganz gut. Der hat halt die Achse nicht ganz in der Mitte vom Felsen. Und dadurch kann man da halt das Ganze dann echt ein bisschen tiefer in das Terrain machen. Das ist an solchen Stellen ganz praktisch, weil der Felsen dann logischerweise nicht so sehr die Sicht auf die Dinosaurier verdeckt. Ich glaube, man sieht hier auch bei dem Parkbauprojekt, dass ich diese kleinen Zäune von der EPPF-Mod richtig liebe. Also da habe ich echt schon jetzt, ich glaube, das ist der 5. oder 6., den ich von dieser Mod verwende, weil ich die einfach so cool finde. Aber es ist auch einfach schön, mal ein paar kleinere Zäune für die Gäste zu haben. Am Anfangsbereich von dem Gehege habe ich das Terrain dann auch noch mal ein bisschen angehoben, weil da hatte ich halt geplant, dass ich da noch mal so ein paar Felsen vormache, dass man halt, wenn man auf das Gehege zugeht, noch nicht so viel sieht, und wenn man dann immer weiterläuft, immer mehr von dem Gehege zu Gesicht bekommt. Das finde ich ja immer ganz schön, wenn man halt nicht direkt komplett alles sieht, sondern schon so ein bisschen sich bewegen muss, um dann mehr und mehr von dem Gehege zu sehen. Bei dem Felsen in dem Gehege bin ich mit den Farben auch genauso geblieben wie am Eingangsbereich. Also diese dunklen Felsen kombiniert zusammen mit so helleren Felsen. Und weil ich Höhenunterschiede im Gehege immer echt schön finde, habe ich den hinteren Teil so ein bisschen höher gelassen und habe dann da nochmal so eine kleine Stelle eingezeichnet, wo ich dann nochmal Felsen mache, die die beiden verschiedenen Höhenebenen voneinander trennt. Ich glaube, man sieht jetzt schon wieder ganz gut, wie viele Objekte ich hier in meinem Parkbauprojekt jetzt schon verwendet habe. Also ich bin echt gespannt,
inwieweit wir das Ganze noch ausreizen können, wie groß dann die Insel am Ende werden wird. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass, wenn ich jetzt noch 2, 3 weitere Folgen aufnehme mit weiteren Gehegen und weiteren Bauten, dass das Ganze dann von den FPS so ein bisschen einknicken wird. Aber das habe ich halt bei Jurassic World Evolution 2 bis jetzt noch gar nicht getestet. Also es kann auch sein, dass das Ganze wirklich super läuft und wir die Insel riesig machen können. Mal schauen, da müssen wir uns überraschen lassen. Für den Abschluss des Geheges habe ich mir, wie ihr sehen könnt, so eine kleine Erhöhung überlegt und habe das hier schon mal grob alles eingezeichnet. Und dann ging es wieder darum, das Ganze mit ganz vielen platzierbaren Objekten auszukleiden und zu gestalten. Ich habe übrigens versucht, so viel wie möglich mit diesem Bäume-Einzeichnen-Tool zu machen, weil das generiert ja keine einzelnen Objekte. Und ich dachte mir, das ist halt so ein bisschen FPS-sparender. Aber ihr wisst ja, ne, das ist halt dann immer so ein bisschen Glückssache. Und an der einen oder anderen Stelle, gerade hier auch am Rand, musste ich dann auch noch selber Bäume einzeln platzieren, damit ich wirklich zu 100% zufrieden war. Was ich an Jurassic World Evolution 2 auch noch echt cool finde, ist, dass man solche, ja, ich bezeichne sie mal als Schlammpfützen, erzeugen kann, indem man so ein bisschen mit dem Wassertool hin und her probiert. Also man muss halt Wasser hinzufügen, dann wieder löschen und ja, mit etwas Glück hat man dann so eine coole Schlammpfütze dort. Das ist dann halt kein richtiges Gewässer, aber ich finde es trotzdem optisch ziemlich cool so. Und durch die Mods kann man dann natürlich auch noch umgefallene Baumstämme und sowas einzeln platzieren, was auch echt cool ist. Von der anderen Seite sollte man dann auch nochmal die Möglichkeit haben, auf das Gehege zu schauen, nämlich durch diesen coolen Beobachtungsturm, der dann natürlich auch nochmal tolle Hintergrunddeko ist, wenn man von der Vorderseite guckt. Sieht halt ganz cool aus, wenn dann hinter diesem Berg noch so ein Turm hervorscheint. Dort habe ich dann auch noch die Wegfläche so ein bisschen ausgestaltet und das Ganze wieder mit meinen kleinen Mini-Lieblingszäunen abgesteckt. Auf die freien Stellen habe ich dann auch noch mal ein paar Sitzmöglichkeiten für die Besucher platziert. Und auch noch ein bisschen Beleuchtung durfte nicht fehlen.
Und jetzt war es natürlich auch noch wichtig, die andere Seite hier von dem Weg zu gestalten. Dort mussten wir eigentlich relativ schnell zu einem Abschluss von der Insel kommen, weil wir uns halt relativ nah an dem Rand der Karte bewegen. Das heißt, so viel Bauplatz hatten wir da nicht. Deshalb habe ich hier ganz zügig das Ganze in einen Strand übergehen lassen, der dann sozusagen den Abschluss bildet. Und dann zwischen Weg und Strand nochmal den Wald ein wenig dichter eingezeichnet. Ich habe dann auch nochmal den Strand so ein bisschen ausgestaltet. Gerade hier auch der Übergang zum Eingangsbereich. Dort habe ich nochmal so ein paar mehr Felsen eingebaut. Und auch noch ein paar umgefallene Baumstämme habe ich dann so als Treibholz quasi an den Strand gelegt. Es kann übrigens sein, dass sich dieser Strand auch noch ein bisschen ändern wird. Also entweder von der Form oder so. Oder dass da vielleicht auch noch das ein oder andere Gebäude da irgendwie hingebaut wird. Das müssen wir dann gucken, wenn die Insel ein bisschen fertiger ist. Und in unser erstes Gehege kommen 4 Triceratopse mit dem 1993 Muster. Aber es kommt gleich noch mehr. Da hinten landen nämlich noch 2 Dinosaurier. Passend dazu 2 kleine Baby-Triceratopse. Auch mit dem gleichen Skin. Gibt's als Mod. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sieht mega süß aus. Und ich find's einfach richtig cool, dass man jetzt mit Mods schon teilweise dann Babys haben kann. Ah, das ist so cool. Man kann die auch richtig gut beobachten dann von hier vorne. Da hat man halt nur so einen kleinen Holzzaun davor. Und da landet jetzt auch der letzte Dinosaurier für dieses Gehege. Ihr könnt übrigens auch wieder tolle Namensvorschläge für die 6 Dinosaurier in die Kommentare schreiben. Ich finde das so süß, dass wir jetzt Babys haben. Der geht voll unter da im Wasser, der Arme. Ich komme gar nicht über den Zaun rüber. Oh, das Wasser ist einfach zu tief. Aber ist schon niedlich, ne? Einfach so ein Winzling. Und dann die riesen Eltern daneben. Und ja, Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch eine Menge Freude bereitet. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.